Ich begrüße euch herzlich zurück hier bei Fallout New Vegas. Ich habe die Grafikeinstellungen mal hochgestellt und wir machen hier übrigens weiter, nachdem das Spiel mal wieder abgeschmiert ist. Ich habe keine Ahnung, warum es dauernd abschmiert. Wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall gehe ich mal davon aus, dass es jetzt nicht mehr passieren wird. Zumindest hoffe ich das. Ernsthaft? Was für Waffen hält der denn hier auf mich drauf? Ich fasse es nicht. Lager der Gezeichneten entdeckt. Okay, hier ist das Spiel letztes Mal abgestürzt. Es könnte natürlich auch sein, dass er meiner Festplatte liegt. Ihr wisst ja, ich habe jetzt meine alte Festplatte drin, die kann nicht so schnell die Daten schreiben. Ich habe auch deshalb leichte... Alter Schwede. Alter, ist doch nicht wahr, oder? Was war das denn jetzt? Roter Schein, ernsthaft? Verdammter Raketenwerfer. Alter Verwalter, die meint es wirklich ernst mit uns. Schnell weg hier. So, was haben wir denn hier? Hier hoch. Oha! Was bist du denn für einer? Die sind total durchgedreht, die Leute hier. Alter Schwede. Roter Schein. Aha. Der Laserzünder. Sie haben den Laserzünder gefunden, von dem Ulysses gesprochen hat. Ein Vorkriegsgerät, das die atomaren Gefechtsköpfe rund um die Lonesome Road zum Explodieren bringen kann. Damit können Sie die neuen Wege öffnen, Feinde aus der Ferne töten oder sogar geheime Beutelage entdecken. Der Zünder muss nur auf Gefechtskopf gerichtet werden. Der Trigger löst dann die Explosion aus. Wenn Ulysses die Wahrheit gesagt hat, brauchen Sie dieses Teil, um voranzukommen. Das heißt, dass irgendwo ein Gefechtskopf den Weg versperrt. Sie müssen also den richtigen Gefechtskopf finden und ihn zur Explosion bringen. Raketenbehälter. Das ist in der Tat alles ziemlich krank hier. Gegenstände. Roter Schein, reparieren mit roter Schein. Der ist eine Menge wert. Tri-Stra-Lasergewehr, Big Mountain Bowie Messer, Lasergewehr, ba 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 ba. Lass mal kurz überlegen. Warum ist der Pip-Boy so dunkel? Jetzt ist es besser. Der rote Schein ist eine Menge wert, da werde ich ihn auf jeden Fall behalten. Das Präzisionsgewehr werfen wir mal weg, ganz mutig. Laserzünder. Die drehen alle total durch hier. Ich schwör's euch, die drehen alle total durch. Allesamt drehen sie total durch. Holy shit! Ich sterbe. Alter Schwede, was geht denn jetzt hier ab? Stimpak, Stimpak. Bin ich überladen oder? Ne, ich bin auf die Taste gekommen, okay. Alter Schwede. Ist doch nicht deren Ernst, oder? Meine Güte, die wollten es aber auch nicht anders. Ist doch nicht wahr, was hier abgeht.
verdammter Scharfschützenkarabiner. Die Leute, die sind echt krank hier. Allesamt sind sie krank, wirklich. Roter Schein ist wirklich viel wert. Tesla-Kanone, Tristra-Lasergewehr. Ja, schmutziges Wasser. Eddie? Da kommt er. Ja, Eddie, ist schon okay, lass dir Zeit. So. Nimm mal bitte die ganzen Raketen von mir. Alter Verwalter. Da ist so ein Sprengkopf. Holy shit! Moment. Schade. Er scheint wirklich nur Sprengköpfe zu zünden. Wir waren doch... Von wo sind wir gekommen? Komisches Ding. Da lag auch noch einer, genau. Hat das denn irgendwas gebracht, frage ich mich. Frauenkaserne? Gleiche Musik wie unser richtiger Eddie. Auch nicht so viel Interessantes eigentlich. Ist wirklich deren Ernst? Nein, das ist mir vollkommen egal. 5mm Munition kann ich gut gebrauchen. Aber ich finde es... Das Gebiet wird uns wahrscheinlich richtig, richtig hart drauf geben. Habe ich momentan so das Gefühl. Aber die Waffen sind so viel wert. Die werde ich alle Eddie geben. Die werden wir dann alle schön verkaufen. Die wir nicht brauchen. So zum Beispiel die Minigun. Den roten Schein kann der auch mal nehmen. Die Tesla-Kanone ebenfalls. Und das Tristra-Lasergewehr. Unfassbar, spawnen hier einfach Gegner und laufen hier rein. War nicht zu glauben. Ich habe hier irgendwo, genau, hier war das Erste-Hilfe-Paket. Durchschnittlich verschlossen, da wird wahrscheinlich auch was Gutes drin sein. Jo, ist in Ordnung. Wir können theoretisch auch mal einen Reparaturaufsatz benutzen. So. Haben davon leider nicht mehr allzu viele. Aber okay, wir haben ja schon eine Menge Orte entdeckt. Hier hinten gibt es noch einen, den ich gerne entdecken würde. Ich weiß nicht genau, wo der uns hinführt, der Punkt unten, aber hier soll angeblich irgendwo was sein. Dafür haben wir hier das Tor. Leicht verschlossen. Hopewell Raketenbasis Ladestation. Alles klar. Hopewell Männerkaserne. Ja, hier werden wahrscheinlich jetzt auch wieder Gegner spawnen. Achso, nee, die sind hier schon drin.
Eddie? Eddie kann nicht sterben, oder? Ah, alles klar, ich dachte schon. Brandgranaten sind auch viel wert. Superhammer, nee, danke. Eine Truhe. 5 mm ist sehr gut für unseren Sturmkarabiner. Nehmen wir mal nicht mit. Oh, Eddie. Ich liebe dich. Gib mir bitte das Zeug zum Verkaufen. Danke. Ah, sehr schön. Waffen, der Revolver kann weg, das Schweißgerät, die Brandgranaten, die Minigun. Was nehmen wir denn Schönes dafür? 50er, 50er, 50er. Ah, natürlich schade. Ihr könnt theoretisch mal 5 mm ordentlich einkaufen. Ich sag's mal so, ich möchte gerne noch die Raketen loswerden. Den Rest können wir erstmal behalten. Really? Really? Wie viel denn noch? Bin ich total bescheuert? Brauche ich denn noch hiervon? Ja, ich hoffe, ihr versteht gerade mein Problem. Ich komme einfach nicht von diesen 6000 runter. Ja, mehr brauche ich aber nicht. Aha. Meine Herren. Gut, raus hier. Das hat sich doch mal gelohnt, wie ich finde. So. Okay, das war ziemlich einfach. Das sieht mal wieder nach Feinden aus. Da gehe ich etwas vorsichtiger vor. Holy shit. War ja ein aufgesetzter Schuss in den Kopf, blöd gesagt. Das ist natürlich... Aua. Polizeischrotflinte. Das hätte, glaube ich, sehr weh getan. Sehr, sehr weh getan sogar. Die brauche ich nicht. So. Okay, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Wir haben hier viele Wegmarkierungen, wollte ich schon sagen. Wegmarkierungen. Okay, die sieht ja sehr interessant aus, die Markierung.
Ja, wir machen nicht wirklich viel Schaden. Wenn ich das mal so sagen darf. Versorgungstour der Gezeichneten. Ist das dann so ein... Oh oh. Oh Kavum. Aber was bedeutet hier diese Markierung? Durchschnittlich verschlossen, das sollten wir hinbekommen. So. Das Blöde ist ja, die Gegner spawnen meiner Meinung nach. Das heißt, ich kann die jetzt noch nicht so richtig ausfindig machen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber vielleicht. Ich glaube, der ist tot. Holy shit.